Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder soweit. Ein Monat ist um. Ihr kriegt den nächsten Monatsupdate. 1. August, abends 18 Uhr. So habt ihr es euch gewünscht. Das heißt, dieses Mal fällt der 1. August auf den Dienstag. Das heißt, wir hätten eh ein Video gemacht. Das heißt, dieses kommt um 18 Uhr online. Ja, ratzfatz ist der Juli wieder vorbei. Ehrlich gesagt war das Wetter die Wochen vorher besser. Kaum sind Sommerferien da, ist das Wetter schlechter. Ich persönlich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil mich stört Regen nicht. Liegt einfach daran, wenn man am Schrauben ist, ist es meistens eher immer cooler, wenn es draußen kalt ist, als wenn es draußen warm ist. Weil wenn es draußen warm ist, hast du A keinen Bock zum Schrauben und B willst du lieber was anderes machen. Deswegen bin ich heilfroh, dass aktuell das Wetter ein bisschen besser ist. So, wo fangen wir an? Wir fangen an, was haben wir gemacht im Juli? Als allererstes PS Days, Hannover, Messe war. Erstmal danke, dass ihr alle da wart. War wieder wirklich eine stark besuchte Messe. Ich glaube, im ersten Jahr waren es 32.000 Besucher. Jetzt reden wir so ungefähr von 38.000 Besuchern. Für uns als Aussteller, leider war das Wetter natürlich zu gut. Für Besucher war das Wetter, glaube ich, auch zu gut. Weil es waren, glaube ich, 32 Grad und ganz ehrlich, bei 32 Grad, wenn der Planet brennt, der Asphalt warm ist, habt ihr meinen vollsten Respekt und auch wirklich vielen Dank dafür, dass ihr überhaupt zu der Messe gekommen seid und dementsprechend auch so zahlreich auf der Showstrecke mit dabei wart. Ich kann es allerdings vollkommen verstehen, dass man so einen Tag auch am See verbringt, im Urlaub ist, wie auch immer. Deswegen war es von meinem Gefühl her in unserer Ausstellerhalle nicht ganz so voll, wie erhofft. Eigentlich war es sonst immer voller in der Halle. Aber draußen, nichtsdestotrotz, war wirklich, egal wann, wie, wo ich auf der Showstrecke war, das ist auch einfach das Besondere von dieser Messe, man konnte einfach die Autos mal sehen. Wir konnten mit dem 2JZ GTE im Barren mal einen schönen Burnout hinlegen. Es war immer voll. Also egal, wann ich da war, es standen immer die ganze Strecke runter, gefühlt 5 Personen hintereinander, die ganze Tribüne war voll. Also es war auf jeden Fall voll, es war cool, die Qualität der Autos war geil, das Messegelände ist geil, es hat alles gepasst. Nur das Wetter war leider, glaube ich, schon ein bisschen zu gut. Deswegen mal gucken, will ja nicht zu viel verraten, wie, wo, was man da nächstes Jahr macht. Ich habe auch schon eine Umfrage von den PS Days gesehen, dass vielleicht nach einem Alternativtermin gesucht wird. Dass es nicht ganz so krass in den Sommerferien bei dem Wetter mal ist. Ich denke, das würde am Ende allen für alle gut, weil man darf einfach nicht vergessen, das muss ich jetzt leider sagen als Aussteller, diese Messe ist für jeden Aussteller verdammt viel Aufwand. Da ist es für uns im Zweifelsfall noch am wenigsten Aufwand, weil wir einfach als Team mittlerweile geübt da drin sind, in kürzester Zeit alles bereitzustellen, aufzubauen, Teppich zu verlegen und so weiter. In dem Fall übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das bei Instagram gesehen habt, ich habe das allererste Mal in diesem Performance Floor von Gianni verlegt. Ich hätte persönlich gedacht, dass es viel, viel aufwendiger ist, das sowohl zu verlegen als auch wieder abzubauen. Das ist so ein Klickboden, den man einfach ineinander klickt. Es ging wirklich ratzfatz. Also wir haben, glaube ich, so 150 Quadratmeter davon verlegt. Ich würde sagen, das Verlegen hat so 3 Stunden gedauert. Lag aber auch einfach nur daran, dass der Boden niegelnagelneu ist und man wirklich jede Platte einzeln aneinander gelegt hat. Beim Abbau haben wir natürlich mitgedacht und haben direkt 2x3 Platten immer aneinander gelassen. Dann passen die genau auf eine Europalette und gefühlt war das Ding nachher eben schon abgebaut. Wir blenden auf jeden Fall nochmal ein Bild vom Stand ein. Wir hatten diesmal eine ganz coole Mischung gemacht. Wir hatten nämlich zu wenig alten Teppich, weil Recycling, Nachhaltigkeit. Deswegen nehmen wir den alten Teppich immer wieder. Ist auch tatsächlich so, dass man ohne Probleme nach einer Messe den Teppich noch nehmen kann, wenn man einen hochwertigen Teppich gekauft hat. Und unser Teppich war tatsächlich schon auf dem PS Days, auf der Essen Motor Show. Dann muss er natürlich immer wieder gesaugt werden, aber wir hatten für die große Fläche zu wenig und haben deswegen links und rechts Teppich gemacht und in der Mitte die Race Floor. So ein bisschen mit Curbs und so, mit einer Startaufstellung war cool. Dementsprechend, wo wollte ich jetzt gerade darauf hinaus, ist es für uns immer natürlich viel Aufwand, aber mittlerweile, weil wir geübt drin sind, überschaubar. Für alle anderen Aussteller in der Halle, die vielleicht das allererste Mal so eine Messe machen, mit dabei sein wollen, weil sie aus Hannover kommen, Exponate, Logistik etc. Natürlich viel Aufwand, als auch viel Geld bedeutet. Für die ist eine Messe natürlich schöner, wenn die Halle voll ist. Das heißt, eine Messe ist nur so viel wert, wie die Halle auch voll ist. Und man wünscht sich einfach, dass der Stand besucht ist. Man einfach viel Traffic auf dem Stand hat. Das ist das, wo es bei einer Messe eigentlich auch ankommt. Bei 30, 32, 35 Grad plus Sommerferien und dieser riesen Halle dazu, hat sich das natürlich ein bisschen am Ende verlaufen. Aber am Ende war es geil, war cool. So, jetzt gucken wir mal. Was ging eigentlich so im Juli? Es ging los. Allererstes, Marius Golf. Lange nix
passiert, in Anführungsstrichen. Da muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen. Da kommen wir nämlich auch auf Thema Limo gleich noch zu sprechen. Es sieht immer teilweise, also der ein oder andere, der sehen möchte, dass an den Autos nichts passiert und nichts kommt, sieht wochenlang, dass nichts passiert. Was aber vollkommener Quatsch ist, weil unsere Videos zeigen einfach, dass wenn es dann losgeht und wieder Content kommt, eine gewisse Qualität und auch eine gewisse Zuverlässigkeit in der Technik da ist. Das heißt, so wie es jetzt in unserem Fall auch war, ein paar Monate ist bei Marius am Golf nichts passiert auf unserem YouTube-Channel, weil Marius einfach zwei wunderschöne Töchter hat, eine Frau hat und aktuell noch am Renovieren ist, Sanieren ist. Das heißt, wir können da nicht alles filmen und jede Kleinigkeit zeigen, aber trotzdem wird an diesen Projekten wirklich gefühlt fast täglich weitergebaut. Und wenn es dann soweit ist, dass wir wieder genug Neuerungen zusammen haben, dass es ein Video gibt, könnt ihr euch einfach darauf verlassen. Und das haben wir über Jahre bewiesen, dass in dem Moment es funktioniert und es sich lohnt, dieses Video zu gucken. Und genauso war es in dem Fall auch. Es war jetzt endlich soweit, der Golf läuft. Mitten in der Nacht, Telefon gezückt, beziehungsweise Kamera gezückt, ein Video gemacht von dem ersten Start, weil gerade diese Momente sind immer so die wichtigsten Momente, die muss man dann einfach einfangen, egal wie viel Uhr es ist. Es war in dem Fall 1-2 Uhr nachts. Dafür machen wir YouTube, um solche Momente euch einfach zu zeigen. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Chris, der wirklich für mich 24/7 zur Verfügung steht bei solchen Fragen rund um Steuergerät, Elektrik, egal. Die Person ist einfach eine Person, die kannst du alles fragen. Ich kenne keinen auf der Welt wie Chris aus Berlin, der in so vielen verschiedenen Thematiken einfach so fit ist. Egal, ob es mechanisch, elektrisch, alles. Egal. Auf jeden Fall, es war soweit. Wir haben alles vorbereitet, weil wir wollten dieses Auto gerne laufend zu den PS-Days bringen. Leider konnten wir am Ende nicht fahren, weil noch Antriebswellen fehlen. Da könnt ihr euch aber auch auf ein geiles Video in diesem Monat freuen. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil gefühlt geht die Welt gerade draußen runter. Marius Golf, mitten in der Nacht, angesprungen. Grinsen in seinem Gesicht, war eine geile Situation. Danach mussten wir dann, achso, und auch läuft richtig schön, sauber, läuft nichts raus, ist dicht. Erster Start von so einem Motor ist ja immer so ein bisschen Risiko, Öldruck, ist Öldruck da, ist kein Öldruck da und so weiter. Das heißt, wir machen dann immer, was den Kabelbaum angeht, erstmal, so wie ich es bei meiner Limo auch gemacht habe, eine Grundkonfiguration fertig. Das heißt, die Sachen, die wir auf jeden Fall erstens brauchen, damit das Auto läuft und zweitens zum Überwachen, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass er vernünftig läuft, mir nichts kaputt machen. Die Sachen waren schon angeschlossen. Lambda, Öldruck, Wassertemperatur etc. Wobei das gerade Quatsch ist, weil ich erinnere mich, wir haben ihn ja als erstes einmal gestartet, sogar ohne Kühlwasser, um einfach nur zu gucken, ob er anspringt. Und haben dann Wasser drauf gemacht, Kühler vorgebaut und ihn dann nochmal laufen lassen. So, und in dem Fall ist es so, wir hatten Wassertemperatur schon mit angeschlossen. Natürlich braucht man sie nicht, wenn kein Wasser drauf ist. Aber ganz wichtig ist halt einfach Öldruck und Lambda, damit man gleich weiß, dass das Ding vernünftig auch im Leerlauf läuft. Ein Auto ohne Kühlwasser kurz laufen zu lassen, ist überhaupt gar kein Problem. Jeder kann sich vorstellen, so ein Metallklumpen in Form von Motorblock, Zylinderkopf etc. Oder jeder, der schon mal eine Wassertemperatur beobachtet hat bei einem Kaltstart, weiß, dass sich die ersten 10, 15, 20 Sekunden da wirklich rein gar nichts tut, bis überhaupt dieses ganze Material ein bisschen Wärme aufgenommen hat und es dann ins Wasser abgibt. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass dieses Auto läuft. Das Auto ist einfach so, wie er da steht, perfekt. Da wirklich Marius immer wieder vollsten Respekt, wie er das durchgezogen hat über die Jahre. Weil das Auto hat eigentlich auf der Rennstrecke nichts zu suchen. Das Auto muss eigentlich ins Museum oder ins Wohnzimmer oder auf eine Show-and-Shine-Veranstaltung. Jetzt kommt es aber. Es ist aber trotzdem so performance-lastig gebaut, dass dann gleich der zweite Knaller diesen Monat kam, wir haben das Auto gewogen und dabei kam tatsächlich eine Zahl raus, die konnte Marius in dem Moment wirklich nicht glauben, weil wir reden, ich muss jetzt selber nochmal einmal nachgucken, dass ich nichts Falsches erzähle. Es war ja, eigentlich war ja so ein bisschen Ziel, trotz dem schweren Käfig da drin, eigentlich ist es eine ganze Sicherheitszelle, unter 900 Kilo zu landen. Und das haben wir definitiv geschafft. So, weil wir sind in Summe, wir hatten 811 Kilo auf der Waage. Das ist nicht das Endgewicht, weil es fehlten die beiden Türen und die Haube. Das heißt in Summe, ich müsste jetzt ins Video rein und es waren 800, wir reden einfach mal von 850 Kilo fahrfertig wird dieses Auto haben. Ziel waren unter 900, weil das alte Auto hatte 937, wie auch immer. Dass wir jetzt irgendwo bei 850 Kilo landen, das ist echt ein Brett, also das ist... Das ist schon für einen Sechszylinder mit Käfig drin nochmal fast 100 Kilo leichter als mein Abarth. Größeres Auto,
plus zwei Zylinder mehr, ist schon wirklich geil. Also da sieht man dann immer wieder, Thema Leichtbau zahlt sich einfach nur aus, wenn man es wirklich über Monate, Jahre bis ins letzte Detail. Jeder sagt sich immer, ey, Philipp, warum dieses eine Kilo? Kannst auch einfach auf Toilette gehen, hast ein Kilo weniger. So. Natürlich ist das so, aber dieses eine Kilo, wenn man das in jedem Video, an jeder Schrauberei, an jeder Ecke nach und nach immer wieder hat und sich nochmal überlegt, baue ich diesen Halter jetzt wirklich in Stahl oder mache ich den Halter lieber aus Alu? Muss ich dieses Teil anbauen oder kann ich es weglassen? Nehme ich dort einen 1,5 Quadratmillimeter Kabel oder ein 2,5 Quadratmillimeter Kabel? Die Summe macht es einfach. Und da haben wir auf jeden Fall wieder gezeigt, dass das definitiv sich am Ende gelohnt hat. 850 Kilo absolutes Brett. Auto läuft. Wir warten jetzt wirklich nur noch auf Antriebswellen. Die baut uns der Thorsten Middendorf, ADT. Wir waren ja neulich wegen Querlenker schon da. Und dann wollen wir tatsächlich dieses Jahr mit dem Fahrzeug beim TTT diesen Monat fahren. Das wird der 26.8. sein. Also wenn ihr dazukommen wollt, Lausitzring, TTT Half Mile, 26.8. gibt es, ich glaube, man muss ja nicht mal Zuschauer-Tickets kaufen. Ihr könnt einfach da hinkommen vor Ort. An der Kasse ein Ticket ziehen und fertig. Da wollen wir mit diesem Auto die ersten Läufe machen und angreifen. Das heißt, vorher geht es natürlich nochmal auf den Prüfstand und vorher müssen wir den ganzen Unterboden noch verkleiden, weil diesen geilen Unterboden auf dem Lausitzring gleich wieder zu opfern, wäre ein bisschen schade. Ja, so, dann kommen wir nämlich zum zweiten Thema, Thema Limo. Ganz viele Kommentare immer, wann geht es mit dem Auto weiter, blablabla. Verstehe ich auch, bin ich euch bei euch, aber ich kann es einfach nicht ändern. Das ist einfach auch da, baue ich im Hintergrund weiter, bin sowohl am Thema Kabelbaum, Innenraum, Bremse, Hinterachse, Antriebswellen und so weiter dran und ich kann auch nicht alles stehen und liegen lassen, nur damit ich jetzt das Auto in 4 Wochen früher fertig kriege, weil es ist nun mal so, dass sich jede Menge Leute auf mich verlassen, sei es bei den PS-Days, da muss ich natürlich einfach die Messe durchziehen, muss dieses Event nach vorne bringen, ihr habt euch eine Party gewünscht, das heißt, wir haben abends lieber nochmal eine geile Party nachgeschoben, die übrigens wirklich mega, mega geil war. Vielen Dank an alle, die da waren. Waren wirklich so richtig geile alte Funpark-Vibes dabei. Man hat so ein bisschen gesehen, wir sind ja um 20 Uhr alle von der Messe rübergegangen in Funpark. Und die Leute, die aus Hannover kommen oder Umland, die diese Diskothek kannten, sind sofort so in den Laden rein und haben so ihre alten Ecken gesehen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das bei euch das auch so war, dass man sich früher natürlich in der Diskothek immer in der gleichen Ecke aufgehalten hat. So, und genauso war es da auch. Mal gleich seine alte Ecke gesucht und hat sich da wieder platziert. Egal, auf jeden Fall, es ist halt einfach so in meinem Alltag, dass es so viele andere Dinge gibt, die natürlich wichtiger sind als Limo. Jetzt kann man natürlich sagen, Limo muss das Wichtigste sein, aber das ist Quatsch und das wisst ihr auch selber, dass ich werde dieses Auto fertig bauen und es wird wirklich eine 1 Plus und wird am Ende auch liefern. Aber das braucht halt einfach ein bisschen Geduld. Und das muss man dann auch nicht kaputt machen mit irgendwelchen Kommentaren. Welche Kommentare ich ja auch verstehe, deswegen bleibe ich auch bei der ganzen Sache ruhig und kommentiere diese Kommentare auch ganz gerne immer zurück. Natürlich sind 3 Jahre, um so ein Auto wieder aufzubauen, einfach zu lang. Das wäre natürlich besser gewesen, wenn es in 3 Monaten passiert wäre. Aber das alte Auto habe ich 10 Jahre aufgebaut. 10 Jahre, bis es dann am Ende endlich so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Und genau da will ich ja hin. Ich will jetzt ja nicht wieder 10 Jahre lang am Stück das gleiche Auto schrauben, sondern nee, ich will es jetzt einmal so aufbauen, dass es am Ende maximal abliefert. Und da sind wir auf dem Wege zu. Ich bleibe dabei. Ich bin der festen Meinung, dass dieses Auto dieses Jahr auch noch auf einer Veranstaltung fahren wird. Jetzt im August hat allerdings meinen vollen Support erstmal Marius mit seinem Golf. Der hat mir auch so viel geholfen, dass ich da definitiv erstmal mit dem Golf liefern will. Und dann haben wir aber immer noch den September und Oktober, um mit Limo auch noch zu liefern. Was nicht heißt, dass zwischendrin überhaupt gar nichts passiert, sondern im Gegenteil, immer wenn mal Zeit ist, Bremsleitung bördeln, Unterboden vorbereiten, die Achsen mussten ja noch gepulvert werden. Das heißt, alles auseinanderbauen, wieder zusammenbauen, Kupplung, Ausrücklager, das sind ja alles Kleinigkeiten, wo ich auch einfach nicht aus jedem kleinsten Teil ein Video machen will. Ich weiß, ihr wünscht euch das, dass ich am besten jede Schraube abfilme. Genauso viele gibt es dann aber auf der Gegenseite, die natürlich nur Videos sehen wollen, wenn noch etwas passiert. Und da muss man eine gesunde Mischung finden. Und da zählt für mich einfach immer das Gesamte, alle Projekte, alle Autos, mein Freundeskreis, meine Familie, mein Unternehmen und so weiter. Und da müssen wir gemeinsam einen Mittelweg finden. Und ich bin mir 100% sicher, dass wir diesen Mittelweg finden werden. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir nicht anderen geilen, krassen Content auf dem Channel haben, den man sich dafür angucken kann. Aber das Auto wird irgendwann fertig werden. Es wird abliefern. Es wird geil sein. Es wird der Gewichts-Wow-Effekt, kann ich so viel schon mal verraten, wird noch mal krasser sein als bei Marius Golf. Also da wird ein echtes Brett bei rauskommen. Deswegen ein bisschen Geduld noch. Ich freue mich natürlich, wenn er trotzdem am Ball bleibt und am Ende einfach einschaltet.
So, dann waren wir das erste Mal driften mit Nikos Auto. An der Stelle, Nico, vielen, vielen Dank nochmal fürs Bereitstellen des Autos. Eigentlich haben wir das Video angefangen und wollten einfach nur so ein bisschen, natürlich als YouTuber, die Zeiten ändern sich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Man kann nicht 10 Jahre lang YouTube machen und den gleichen Content bringen und einfach immer das Gleiche machen. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht im Fernsehen, das funktioniert nicht bei ist jetzt ein Negativbeispiel, weil es sich in meinen Augen nicht positiv entwickelt hat, aber Fast and the Furious, die Filmreihe, es hat ja auch einen Grund, warum sich über 10 Teile lang der Film immer wieder verändert und man nicht die gleiche Geschichte 10-mal hintereinander erzählt. Man muss da einfach ein bisschen mit der Zeit gehen. Ob es am Ende der richtige Schritt war oder der falsche Schritt, zeigt am Ende halt immer der Erfolg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir natürlich auch gerne mal andere Sachen ausprobieren. Und wenn ich dabei dann noch jemandem helfen kann, weil einfach Nico auf dem Hof steht und sagt, ey, mein Auto läuft nur auf 5 Zylindern, woran kann das liegen? Da habe ich halt einfach gesagt, komm her, wir machen mal die Kamera an und machen mal ein bisschen einen auf Autodoktoren und gucken einfach mal, woran es liegt. Ohne jetzt direkt alles neu zu kaufen, sondern wirklich mal hardware-technisch, wie man es früher gemacht hat, den Fehler suchen. In dem Fall war es einfach nur eine defekte Zündspule. Und durch Quertauschen gucken, wo dieser Defekt herkommt. Ja, auf jeden Fall Fehler gefunden, war eine defekte Spule, dann damit zum Bilsterberg auf die Dynamikfläche und einfach mal im Regen ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen gedriftet. Jeder weiß, ich bin eigentlich nicht so der Drifter, weil ich habe mir eigentlich über Jahre lang erzogen, möglichst sauber zu fahren. Das sieht man auch bei den Arbeitvideos, dass ich nicht jemand bin, der so teamhackenmäßig so am Lenkrad sitzt, sondern ich bin eher eine ruhige Person und fahre dementsprechend auch ruhig und habe mir eher probiert anzutrainieren, nicht zu driften, um einfach eine saubere Linie zu fahren und das Material zu schonen. Aber ist trotzdem geil geworden. Ich mache euch auf jeden Fall hier nochmal eine Infokarte rein. Klickt in das Video gerne nochmal rein, alleine weil die Driftaufnahmen am Ende so geil sind und wir so einen Spaß haben. Dann waren wir bei Hermann Motorenentwicklung. Olaf, immer wieder für mich faszinierend, diese Firma, dieses Know-how, diese Sauberkeit, diese Perfektion. Immer wieder geil. In dem Fall ging es um einen alten Motor, der eine neue Einspritzanlage und ein neues Motorsteuergerät bekommt und dadurch verbrauchseffizienztechnisch einfach deutlich interessanter wird. Als auch einen Porsche RSR, 3,6 Liter Sauger, um die 400 PS. Das Teil darf ich übrigens fahren, was mir eine riesen Ehre ist. Auch da was ganz anderes, nicht neue Motorsteuerung, sondern alte Motorsteuerung. Das heißt, wir haben eine mechanische Einspritzpumpe, die über einen sogenannten Raumnocken die Einspritzmenge passend zur Last und Drehzahl freigibt und beziehungsweise regelt. Und dieses wird bei Hermann abgestimmt. Lange Rede, guckt euch die Videos an. Auch geiles Video geworden. Ich möchte nach wie vor mit einem Motor bei ihm auf dem Motorenprüfstand. Allerdings habe ich dabei wieder gemerkt, diese Abstimmung, die sie zum Beispiel mit dieser mechanischen Benzinpumpe machen, ist halt etwas, das macht man einmal auf dem Motorenprüfstand, damit es dann für immer so bleibt. Das heißt, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß, ihr wünscht euch Limo-Motor auf dem Motorenprüfstand. Ich wünsche ihn mir dort eigentlich auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Motor, so wie er da unten steht, der richtige dafür ist. Weil das ist für die Ewigkeit. Also es macht nur Sinn, wenn es für die Ewigkeit ist. Wenn ich 2 Wochen später wieder alles umbaue, macht die Nummer keinen Sinn. Sondern ich brauche wirklich einen Motor, eine Technik, die so bleibt, dass man dann auf dem Prüfstand alles rausfahren kann. Sei es Nockenwellen, Steuerzeiten, vielleicht sogar einen Schritt weitergehen, verschiedene Brennraumgeometrien. Nur jetzt auf den Prüfstand zu gehen, um dort eine Zahl zu erfahren, was das Ding an Leistung hat, macht keinen Sinn. Sondern wenn, dann muss man das machen, um den Motor etwas zu lernen. Das heißt zum Beispiel verschiedene Nockenwellen mitbringen oder mal einen Turbomotor fahren mit einer hohen Verdichtung und auf dem Prüfstand die Verdichtung mal abzusenken und zu gucken, wo kommt eigentlich mehr Leistung bei raus. Welches ist der effizientere Motor? Was macht am Ende mehr Sinn? Und da habe ich aktuell noch ein bisschen Probleme, den Motor da unten zu nehmen, wie er ist, weil ihr seht selber, in den letzten 3 Jahren Bauzeit gab es schon wieder etliche Upgrades. Es wird so weitergehen, wenn ich die ersten Meter damit gefahren bin, stelle ich vielleicht fest, Turbolader zu groß, Turbolader zu klein, wir brauchen mehr Leistung, weniger Leistung, mehr Drehzahl. Schwierig. Egal, ich bleibe am Ball. Wir werden auf jeden Fall einen Motor von mir auf diesem Motorenprüfstand noch sehen. Wie, wo, was, kann ich euch zur Sekunde leider noch nicht sagen. Dann gehe ich jetzt ganz zum Schluss nochmal drauf ein. Thema Bus. Wir haben ein Werbevideo, es war kein Werbevideo, es ist mein Bus, ich habe das freiwillig gemacht, ein Video über meinen T5 gemacht, weil für mich einfach aktuell das wichtigste und beste Auto. Gefühlt ist es eine Wohnung für mich. Nur kurz hier Geld auslegen, weil Essen ist da. Das gab es letztes Mal. Letztes Mal gab es, glaube ich, Chinesen, ne? Oder Pizza oder Döner. Keine Ahnung, wir hatten das schon mal in dem Video neulich.
VW T5 über 400.000 Kilometer mittlerweile. Ich habe mal ein bisschen ein Fazit hochgeladen, ein ehrliches Fazit. Das Fazit ist mir selber beim Film schon aufgefallen, ganz schön positiv ist. Aber ich muss wirklich sagen, bis auf den Fakt, das Fakt, den Fakt, den Fakt, der Fakt, bis auf den Fakt, bis auf den Fakt, dass das Auto nur, haben sich einige darüber lustig gemacht, einen neuen Motor und ein neues Getriebe brauchte. Das Getriebe habe ich selber zerstört. Warum seht ihr im Video? Den Motor gab es mit übelst Kulanz von VW damals. Muss ich wirklich sagen, für mich ein top zuverlässiges Auto. Jeder, der mit dem Auto fährt, sagt selber, es fährt geil, es ist zuverlässig. Man hätte es komplett unterschätzt. Einfach geil. So, und in meinem Alltag ist es ja schon so ein bisschen so, man muss am Ende gucken, wo kann man ein bisschen Zeit sparen, wo kann man sich ein bisschen Freiraum, Lebensqualität herholen. Und da, wie gesagt, wenn man mir ein anderes Auto geben würde, ich sag jetzt mal, einen neuen RS6, einen Panamera, einen X5, ich brauche diesen Freiraum von dem Bus. Also, das heißt, als Beispiel, jetzt waren wir wieder am Bilsterberg, hatten wieder alles mit. 4 Reifen, Reifenwärmer, Wagenhemer, Kraftstoff, Werkzeug. Und auf einmal hieß es, ach ja, Flo würde gerne mit seiner Tochter noch mitkommen. Dann kam Dominik noch mit, dann war Tom noch mit. Und am Ende saßen wir mit 6, 7 Leuten in dem Bus, hatten das alles mit und hatten noch einen Anhänger hinten drin. Ich meine, ich finde es ja geil, weil das sind die Momente, die, wofür ich das alles immer mache, dass wir halt einfach gemeinsam als Team mit diesem Bus irgendwo hinreisen können. Natürlich hat jeder von denen ein eigenes Auto und man könnte auch mit 2 Autos hinfahren, aber ich denke, da brauche ich nicht lange drüber reden, das weiß jeder, dieses Teamgefühl, gemeinsam eine Busfahrt zu machen, ist einfach immer wieder geil. Und wenn man das halt jeden Tag haben kann, dann bin ich gerne bereit, an anderen Stellen zum Beispiel ein bisschen Leistung zu opfern und halt nur mit 180 PS durch die Gegend zu fahren. Da habe ich wirklich keine Probleme mit. Ja, auf jeden Fall hatte ich in diesem Video gesagt, schreibt gerne eure Fragen in das Video unten rein und ich gehe auf die Fragen ein. Das kann ich jetzt zur Sekunde gerne immer machen. Ja, ganz viele Kommentare gleich. Wenn man dir zuhört, bekommt man Bock auf einen Bus, selbst wenn man keinen braucht. Ich kann es wirklich nur so sagen, es ist tatsächlich so, selbst meine Frau, wo man wirklich sagt, ey, eine Frau in so einem großen Bus, da fährt doch keine gerne mit. Nee, es ist wirklich egal, wen ich damit fahren lasse. Fritz liebt es übrigens auch. Der sitzt nämlich wie der thront quasi hinten in der Mitte und hat einen geilen Rundumblick. Ist einfach cool. Hast du schon mal eine V-Klasse gefahren? Ja, ich bin schon mal eine gefahren. Ich habe auch über eine V-Klasse spekuliert. Und zwar gab es die V-Klasse ja ganz lange noch mit dem V6 Ti, was natürlich mein Traum wäre, habe ich auch ganz ehrlich gesagt. Der Bus bräuchte jetzt einen V6, einen V8, einen großen Ti. Dann wäre es für mich perfekt. Damals einen davon gefahren und da war definitiv für mich das Problem, ein Bus, ein VW-Bus ist für mich von innen ein viereckiger Schuhkarton, der wirklich, wo der Nutzen im Vordergrund steht. Die V-Klasse ist für mich definitiv mehr ein Personentransporter. Das heißt, wenn ich zum Beispiel viel transportiere, ich lehne das gerne links an der Wand, rechts an der Wand, schiebe das da rein, klappe die Sitze um, nehme eine Bank raus, packe eine Palette hinten rein. Dieser Aspekt war für mich dann im Bus einfach am Ende doch wertvoller, als diesen personentauglicheren V-Klasse zu haben. Magst du bitte noch einmal darauf eingehen, weshalb du dich gegen den T6 und für das ältere Modell entschieden hast? Es war ja so, ich hatte da eine Kooperation mit Volkswagen Nutzfahrzeuge, dann kam Corona, wir wollten eigentlich, weil es ist von hier Luftlinie, wenn ihr aus dem Fenster guckt, ich würde sagen 3 Kilometer, da ist das große VW-Werk. Marius hat dort damals seine Ausbildung angefangen, stand selber mit am Band, deswegen wollten wir eigentlich unseren eigenen Bus mal am Band bauen, aber so richtig, weil Hannover hat selbst ein Presswerk, da kommt selbst das Blech auf einer Rolle hin und am Ende fällt ein Seitenteil raus. Wir wollten wirklich so eine Karosse mal zusammensetzen. Das ist leider alles dann fing Corona genau an den Hose gegangen. Egal, am Ende haben wir in der Kurzform trotzdem so ein Auto gebaut. Ich bin dieses Auto ein Jahr lang gefahren und als dann zur Diskussion stand, wie ging es weiter, habe ich ganz ehrlich gesagt, also ich habe mich in meinen alten T5 reingesetzt und war wirklich auf den allerersten Metern sofort wieder happy mit dem Auto, weil den T6.1, den ich hatte, der war vergleichbar. Das war auch der größte Diesel, DSG, Allrad. Die 20 PS oder 19 oder 18 PS waren es damals, die das Ding mehr hatte, habe ich nicht gespürt. Die waren mir nicht wichtig. Ich habe keinen Unterschied gemerkt, weil das Auto dementsprechend auch schwerer wird. Jedes neuere Auto wird meistens immer schwerer. Was ich allerdings an dem T6 besser fand, waren wirklich nur 2 Sachen. Das war einmal natürlich Infotainment. Ist einfach alles. Also ich brauche es wirklich nicht digital zum Anklicken. Im Gegenteil, ich finde das geil, wenn ich noch Radio so laut leise machen kann. Aber Thema Stauumfahrung, Thema Musik, das ist natürlich in neuen Autos einfach geiler. Genauso natürlich auch der Tacho mit Verkehrszeichen anzeigen. Das fand ich zum Beispiel geil, dass man einfach auf den Tacho guckt und gleich sieht, ah, hier ist 120 oder hier ist Überholverbot, wie auch immer.
Das waren die positiven Sachen. Die negativen Sachen waren zum Beispiel, ich bin kein Typ Leder oder Kunstleder in so einem Auto. Ich mag diesen Stoff, wie er im Bus drin ist. Damals gab es den Bus nicht mit Stoff, sondern nur noch mit diesem Kunstleder oder diesem synthetischen Leder, keine Ahnung, wie sich das auch immer damals geschimpft hat. Deswegen, weiß ich nicht, ich habe mich in den T5 reingesetzt, habe gesagt, ey, die Differenz, wir reden davon, vorsichtig gesagt, 50.000 Euro. Die ist es mir auf jeden Fall in dem Fall nicht wert, den neueren zu fahren. Da bin ich mit meinem alten Auto, wo ich weiß, was ich habe, vollkommen happy. Weil sonst fahrisch fuhr mein alter Bus mit dem H&R-Fahrwerk und Stabis besser, logischerweise, als der serienmäßige neue. Ist natürlich auch ein Upgrade, der auf meinen Wunsch hin passiert ist. Das heißt, das kann man jetzt schwer vergleichen, aber ich bin einfach wirklich mit dem Auto happy gewesen. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwas cool ist. Die hohe Laufleistung wird auch der Grund sein, weshalb der Motor noch fit ist. Das kann natürlich sein, weil das Ding ist eigentlich ein Dauerläufer. Das heißt, der ist, das habe ich vergessen auszurechnen im Video, der läuft wirklich fast immer. Das können wir in diesem Video einfach nochmal zusammen machen. Gehen wir mal davon aus, ich bin 400.000 Kilometer gefahren. Ja, stimmt gar nicht. Ich habe das Auto mit 100.000 bekommen. Ich bin 310.000 Kilometer gefahren. Diese 310.000 Kilometer bin ich gefahren mit einem Schnitt von, da ich wirklich fast nur Autobahn fahre, wird der Schnitt jetzt zu wenig sein. Aber wir sagen mal 80 Kilometer im Schnitt. Dann habe ich in diesem Auto 3.875 Stunden verbracht. Jetzt bin ich das Auto gefahren von 2017 bis 2023. Ein Jahr lang zwischendrin nicht. Wir sagen einfach mal vorsichtig 5 Jahre. Wir sind also 5 mal 365, 1750 Tage, roundabout, 1800 Tage. Geteilt durch 1800. Dann sind wir bei 2,15 Stunden pro Tag im Schnitt. Das heißt, wenn ich mal einen Tag damit nicht fahre oder eine Woche im Urlaub bin, fahre ich gleich danach 7 bis 10 Stunden pro Tag. Das heißt, es gab wirklich Tage, wo ich 10, 15 Stunden in diesem Auto verbracht habe. Und deswegen kann ich es mir auch einfach wirklich rausnehmen, da eine echte Meinung zu sagen, weil das ist wirklich die ungeschönte Meinung von diesem Auto. Achso, ja genau, hohe Laufleistung, Grund sein, warum das Ding läuft. Ja, es ist bekannt, der Motor hat, also jeder Motor hat im Kaltstart ungefähr den 10-fachen oder den 100-fachen. Also ein Kaltstart ist schlimmer als 100 Kilometer Autobahn. So um was. Das heißt, gerade für eine Diesel ist ein Kaltstart immer nicht gut. Mein Auto hat dementsprechend nur einen Kaltstart pro Tag und dann ist er immer warm. Deswegen glaube ich einfach, dass der Motor so lange hält, weil er halt einfach wirklich immer konstant wie so ein Dauerläufer die gleiche Last bekommt, die gleichen Temperaturen hat und einfach relativ gleichmäßig in einem gleichen Bereich fährt. Doch hier ist eine. Warum habt ihr dann gerade keine größeren Ladeluftkühler bzw. Ölkühler verbaut? Da sind wir wieder bei dem Thema, wie ich selber in dem Video gesagt habe, Tuning ist für mich mit Vorsicht zu genießen, weil ich einfach auch die Schattenseiten des Tunings kenne. Wenn VW ein Auto so baut, wie er da steht, hat das einen Grund. Genau deswegen ist auf meinem Bus auch keine andere Software drauf. Der ist wirklich komplett Serie. Wenn ich den Motor von der Leistung her anheben würde, dann würde ich natürlich einen Ladeluftkühler oder einen Ölkühler verbauen. Da das Auto aber so ist, wie sich VW da irgendwann mal dabei gedacht hat, bin ich eigentlich der Meinung, brauchen wir keinen anderen Ladeluftkühler und wir brauchen auch keinen zusätzlichen Ölkühler, weil wenn ich in irgendeinem Fahrzustand in Temperaturbereiche kommen würde, wo dieses Auto gerne eine geringere Temperatur hätte, dann hätte das VW auch gemerkt damals und hätte dem Auto einen größeren Ölkühler oder Ladeluftkühler spendiert. Deswegen bin ich einfach froh, dass das Ding komplett stock ist, wie er da steht, dass da noch nichts an der Front irgendwie gebastelt wurde, dass der einfach so fährt, wie er fährt. Extrem viel positives Feedback dafür, für diese ehrliche, authentische Art. Vielen, vielen Dank. Ganz oft auch gelesen, persönlich aktuell auch meine größte Baustelle, Thema Schrauberhalle. Kann ich zur Sekunde noch nichts zu sagen, aus verschiedensten Gründen. Aber ich denke mal, ihr könnt euch schon denken, wenn es mit der Halle nicht weiterging nach dem letzten Video, ist da irgendwas vorgefallen, was nicht ganz so schön ist. Das heißt, da gibt es so ein paar Streitigkeiten, deswegen geht es da nicht voran und aktuell sind mir auch die Hände gebunden, was die Schrauberei angeht, weil ich kann nur hier bei uns im Ladenverkauf und in meiner Werkstatt hier vor Ort schrauben. Die große Halle fehlt mir einfach, müsst ihr euch auch leider noch ein bisschen gedulden, aber ich werde euch da auf jeden Fall, sobald ich es kann, wieder einen aktuellen Stand geben. Thema Sound lässt sich recht einfach mit gut 400 Euro verbessern. Das war ein Thema, was, ich sagte es schon, Infotainment bei einem neueren ist einfach besser, was mir bei dem ein bisschen gefehlt hat, dass der Sound ein bisschen zu schwach ist. Lässt sich recht einfach mit 400 Euro verbessern. Aktiver Woofer unterm Beifahrersitz, ordentlich Mittel- und Hochtöner dazu. Thema Licht, Osram, Nightride, LEDs. Das haben mir ganz viele gesagt, es gibt für die Scheinwerfer
ein anderes Leuchtmittel mit LED, was viel, viel krasser sein soll. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Also Thema Sound und Thema Licht. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ein Video zu machen. Da suche ich mir jetzt eine passende Person, die da Plan von hat, dass wir in die Bude mal ein bisschen Mucke reinkriegen. Mich würden die Öltemperaturen unter Last interessieren. Langstrecke 120 bis 180 km/h und die Variante mit schweren Anhänger. Lasst ihr das Auto einfach mit 120 km/h rollen, habt ihr maximal 110 Grad Öl. Eher sogar 100 bis 110. Die Variante, die ich fahre, Volllast oder schweren Anhänger, komme ich tatsächlich bis 130 Grad mit dem Original VW Öl. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe da kein Problem mit. Funktioniert, fährt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der nicht verkokt ist, weil einfach der Motor immer richtig schön Temperatur hat. 130 Grad sind für mich in dem Fall kein Problem. Eine LED-Beleuchtung im Innenraum würde immer gut stehen. Da habe ich meine eigene Meinung zu. Ich mag es absolut nicht, alte Autos auf neu zu bauen. Ich finde irgendwie, wenn man die Tür aufmacht und irgendwie das Gefühl hat, eine LED-Beleuchtung ist nachgerüstet, dann geht für mich dieser Charme, diese Wertigkeit von der LED-Beleuchtung verloren. Deswegen bleibt das definitiv so, wie es ist. Bitte Videos zum Umbau auf T6 Optik außen. Das definitiv werden wir machen. Wenn es da weitergeht, halte ich euch auf dem Laufenden. Ich finde die Sitze leider unterirdisch. Habe nach kurzer Zeit richtig Probleme mit meinem Rücken gehabt. Kann ich nicht zustimmen. Egal, wer das Ding fährt, inklusive mir, wir sind alle immer happy. Thema Navi, schreiben ganz viele, dass man da so ein, vorsichtig gesagt, ein China-Navi nachrüsten kann, was genauso aussieht, aber alle ganzen Funktionen hat. Da können wir definitiv auch nochmal drauf eingehen und da kann ich auf jeden Fall mal ein richtiges Navi nachrüsten. So, jetzt gehen wir nochmal einmal zum Abschluss in das letzte Monatsvideo, weil ich merke, es wird hier schon wieder länger. Ich gucke einfach mal, ich habe euch ja gesagt, ganz wichtig bei euch ist, ihr müsst selber auch die Videos durchgehen, die Kommentare durchgehen und die Kommentare liken, weil ich lasse mir die Kommentare immer anzeigen nach oben nach Beliebtheit. Das heißt, Kommentare mit vielen Likes werden oben angezeigt. Dementsprechend kann ich diese Aussagen, Fragen am einfachsten durchgehen, wo von euch am meisten Resonanz drauf ist. Wie wäre es, wenn du mal einen serienmäßigen Abarth auf die Straße mitnimmst und schaust, wie schnell du heute damit wärst? Gute Idee. Ich habe ja mit meinem Abarth angefangen damals mit 2 Minuten 17. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich viel schneller geworden bin. Ich bin natürlich viel sicherer geworden, aber die 2 Minuten 17, das waren damals auch schon gute Runden. Also mein Bauchgefühl würde mir sagen 2,14, 2,15 vielleicht. Aber dann kommt natürlich auch wieder der Aspekt dazu, die Strecke ist jeden Tag unterschiedlich schnell. Hat einfach damit zu tun, hat es geregnet, wie viel Dreck ist drauf. Sind vorher Slicks gefahren, sind vorher Straßenreifen gefahren, weil selbst das Gummi auf der Strecke ein anderes dann ist, etc. Ist das angedachte Q&A mit deiner Frau in Planung? In Planung aktuell noch nicht, aber kommt. Will euch jetzt auch nicht wieder ein Datum sagen, wann, wie, wo, was, aber können wir gerne mal ins Auge fassen. Die soll auch immer noch mal eine Runde mit dem Abarth fahren. Das können wir eigentlich demnächst auch mal machen. Ist ein guter Hinweis, nehme ich mal für diesen Monat mit auf. Wie sieht es mit Motorrad-Content aus? Pff, ja, ich selber habe ja damals wie wild eine RS125 gebaut, habe ja auch eine RS125, aber aktuell wirklich gar keinen Fokus drauf. Ich fände es geil, nochmal so eine richtig krasse Harley zu bauen, weil man sich da halt so vom Customizing her so richtig austoben kann. Das wäre nochmal ein Punkt, den man vielleicht mal angehen könnte. Kommt der Lambo dann als nächstes Großprojekt in die Pipeline? Also ich werde auf jeden Fall keine Großprojekte mehr anfangen. Erstmal die bestehenden Projekte abbauen, inklusive Halle, inklusive Autos. Aber ich habe auch so ein bisschen wieder eine Idee zum Lambo. Sobald Limo fährt und geliefert hat, werde ich da auf jeden Fall auch nochmal angreifen. Genauso habe ich ganz viel gelesen, Golf 1. Da werde ich natürlich auch vorgehen. Wie stellt ihr bei euren Projekten eigentlich den Korrosionsschutz an Kontaktflächen zwischen Carbon und Stahlblech sicher? Ist ein Punkt. Man liest ganz viel davon, dass man dafür sorgen muss, dass Carbon und Stahl korrodiert. Man kann sich immer gar nicht so vorstellen, dass Carbon korrodieren kann. Aber es ist tatsächlich so. Ich selber habe allerdings bisher noch gar nichts in der Richtung gemerkt. Vielleicht liegt es daran, dass meine Autos einfach zu wenig Feuchtigkeit abbekommen. Aber wir machen bei dem Thema einfach gar nichts. Also ich habe kein blankes Stahlblech eigentlich immer. Bei mir wird alles immer verzinkt, gepulvert, lackiert und dementsprechend einfach mal zusammen. Ich weiß auch Ähnliches bei Titanschrauben. Eigentlich soll man Titanschrauben mit einer speziellen Paste einsetzen, auch wegen Korrosion. Weiß ich, habe ich am Anfang noch gemacht. Mache ich mittlerweile auch nicht mehr und habe jetzt nie irgendwie Probleme gehabt, dass ich da irgendwie eine Schraube nicht wieder rausbekommen habe. Passiert am Abarth radaufhängungstechnisch nochmal was? Da kann ich sagen, habe ich dieses Wochenende eine Erfahrung gemacht, da könnt ihr euch drauf freuen. Das ist für mich der Reiz des Abarths, dass ich selber lerne, wie kriege ich das Auto schneller. Ich habe jetzt wieder was gefunden und werde genau den Punkt nochmal angehen. Könnt ihr euch drauf freuen. Letzte Frage, dann ist aber auch wieder gut hier.
Willst du nicht mal ein professionelles Fahrradtraining machen? Liefert Content, ich nehme an, das heißt Content, und du kannst deine Fahrskills verbessern. Ist ja auch zu deinem Vorteil, Sicherheit, weiter so. Mit Sicherheit, also Content, ja, Fahrsicherheitstraining, da muss man natürlich dann auch erstmal den passenden Fahrlehrer finden, der mir, euch das für die Kamera so verständlich erklärt, mit verschiedenen Perspektiven, weil mit Fahren und so, es kommt manchmal anders rüber, als es live einfach ist. Plus dazu kommt einfach, das ist ja ähnlich wie mit, setz mal einen Profi auf das Auto. Für mich ist diese Abarth-Videoreihe erstens, dass ich fahren lerne, zweitens, dass ich lerne, wie das Auto schneller wird. Natürlich könnte ich mir jetzt einen privaten Coach nehmen, aber weiß nicht, irgendwie kann ich keine richtige Antwort zu geben. Aktuell ist es aber so, dass ich will es einfach selber lernen. Und ich schätze mich schon als pfiffige Person ein, die sowas auch ganz gut lernt. Und deswegen aktuell kein professionelles Fahrradtraining geplant. Eher ist das Thema Rennlizenz nochmal eine Thematik. Ist jetzt kein professionelles Renntraining, aber ja. Egal. So Leute, ich muss weiter. Danke fürs Zuschauen. Mittagessen ist nämlich da. Ich habe Hunger. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start in den August. Bleibt weiter dran. Wir geben weiter Gas. Danke fürs Zuschauen. Danke für den Support. Tschüss und bis zum nächsten Mal.